Die weltweite Aufregung ist riesig und auch bei uns, da empören sich immer mehr über den tragischen Tod von Cecile. Ein Hobbyjäger aus den USA hat den wohl berühmtesten Löwen Afrikas eiskalt getötet. Dabei war Cecile die Touristenattraktion im Nationalpark von Simbabwe, sozusagen der König der Löwen. Das ist Cecil, als er noch lebte. Wegen seiner dunklen Mähne war er der Star des Wange-Nationalparks in Simbabwe. Doch nun ist er tot, erlegt von James Palmer. Der Zahnarzt aus den USA zeigt sich gerne mit seinen Jagdtrophäen. Sein Hobby, die Großwildjagd, auch Big Game genannt. Er soll den bekannten 13 Jahre alten Löwen Cecil qualvoll getötet haben. Damit sorgt er derzeit weltweit für Empörung. In Deutschland haben die Leute wenig Verständnis für das tödliche Hobby von James Palmer. Auch die Verantwortlichen im Wange-Nationalpark sind bestürzt. Denn mit Cecil verliert der Park einen Star, der zahlreiche Touristen in den Park gelockt hatte. Wir haben wirklich eine Ikone verloren. Cecil war sehr bekannt. Er trug ein Halsband, das mit einem GPS-Sender ausgestattet war. Cecil konnte beobachtet und überwacht werden für Forschungszwecke. Palmer soll sich bei einem Jagdunternehmen die Lizenz zum Töten von Cecil gekauft haben, für umgerechnet 45.000 Euro. Er benutzte Pfeile, um den Löwen zu töten. Das widerspricht den Richtlinien des Deutschen Jagdverbands. Zur Jagd sind nur geeignete Waffen und Kaliber zu verwenden. Der Jäger ist verpflichtet, seine Waffe vor der Jagd auf Funktionstüchtigkeit und Treffsicherheit zu überprüfen. Der Hobbyjäger verwundet das Tier nur mit den Pfeilen. Erst 40 Stunden später spüren er und seine Helfer den verletzten Löwen auf und erschießen ihn. Der qualvolle Tod von Cecil löst weltweit große Bestürzung aus. Auch in Deutschland ist die Großwildjagd weit verbreitet und ein lukratives Geschäft. Es ist schon ein erhebliches Geschäft. Es ist immerhin größer als der Produktionsumfang der Pelztierbranche. Und dazu kommt ja noch das gesamte Merchandising-Geschäft. Das heißt also, der Paul Parey Verlag in Deutschland hat ein Riesengeschäft mit diesen Sachen. Zeitschriften, Videos etc. pp. Und das ist schon eine Menge. Die Zahnarztpraxis von Palmer in Minnesota. Sie ist bis auf Weiteres geschlossen. Menschen haben Kuscheltiere davor gelegt, machen ihrer Wut und ihrem Ärger Luft. Es macht mich sehr traurig, dass jemand so dumm sein kann, einfach so ein Leben zu nehmen. Er sollte hier nicht mehr praktizieren. Sie meinen, er ist erledigt? Ja, das ist er. Da sind wir uns hier einig. Der Mann, der für sein Leben gerne Tieren nachstellt und sie tötet, ist jetzt selbst zum Gejagten geworden. Viele tausend Kommentare im Internet voller Unverständnis und Wut. Hobbyjäger, was für ein beschissener Begriff. Der sagt doch schon alles. Muss man wirklich aus Spaß am Hobby Leben auslöschen? Da läuft doch gewaltig was schief in so manchen Köpfen. Ich finde es furchtbar, dass Menschen vor nichts mehr Halt machen, nur um sich damit brüsten zu können. Ich hoffe, er bekommt eine angemessene und hohe Strafe dafür. Palmer selbst bekannte sich zu dem Vorfall und entschuldigte sich in einer Stellungnahme. Ich hatte keine Ahnung, dass der Löwe ein bekannter lokaler Liebling war, ein Halsband trug und bis zum Ende der Jagd Teil einer Studie war. Sowohl gegen das Jagdunternehmen als auch gegen Walter Palmer wird jetzt ermittelt. Angeblich soll Palmer Cecils Kopf mitgenommen haben.